Ja, hallo, jetzt muss ich mich mal zu Wort melden zu einem Brandenburger Thema. Da titelte tatsächlich die Märkische Allgemeine Zeitung groß: Alterstests bei Flüchtlingen erfolgreich. Und wenn man dann den Text liest, dann steht hier drin, dass von 47 überprüften minderjährigen Flüchtlingen tatsächlich 41 falsche Angaben gemacht hatten und als volljährig eingestuft wurden. Das bedeutet, mehr als 80% derer, die überprüft wurden, hatten tatsächlich maßgeblich gelogen bei ihrer Altersangabe, als sie sich um den Asylstatus beworben haben. Es handelt sich hier um serienmäßigen Betrug, den einige Menschen hier vornehmen. Und es ist ehrlich gesagt skandalös, dass die Zeitung es als sozusagen Fortschritt verkauft, wenn man nachweist, dass die meisten gelogen haben, die man überhaupt überprüft hat. Wir fordern eine generelle Überprüfung aller, die sich als minderjährig ausgegeben haben, zumindest solcher, die, sage ich jetzt mal, augenscheinlich im Alter zwischen 14 und 18 sind oder eben auch älter sind. Die müssen alle überprüft werden. Hier muss klar festgestellt werden, wie alt sind diese Menschen. Vor allem muss jetzt endlich einmal in der Bundesrepublik Deutschland die Identität eines jeden, der hier eingereist ist, ganz klar definiert und festgestellt werden. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin mehr als die Hälfte der Asylbewerber haben, die letztendlich ihre Identität nicht preisgeben, denn wir haben letztendlich die Situation, dass wir nicht mal wissen, sind diese Menschen tatsächlich vor Krieg geflohen, sind diese tatsächlich vor Verfolgung geflohen, sind sie vor irgendetwas geflohen oder sind sie einfach nur in Deutschland, um Gelder abzugreifen oder hier bessere Verdienstmöglichkeiten zu haben und bessere Wirtschaftsaussichten. Das ist dann aber kein Asylgrund. Insofern bleibt festzuhalten, mehr als 80% derer, die überprüft worden sind in Brandenburg, sind tatsächlich Altersbetrüger. Danke.